zu lassen. Was? Und wo beende ich das dann? Ach da. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einem, ich weiß nicht, was es ist. Entweder wird es ein Hexenkessel oder ein Kochstudio oder ein Trenchcoat-Druckers. Ein irgendwas. Hallo, mein Name ist Dela. Hallo Dela, mein Name ist Hendrian. Hallo ihr beiden, mein Name ist Armin. Hallo ihr drei, mein Name ist Akadi. Gut, es war jetzt vielleicht ein bisschen gemein, dass wir die Aufnahme gestartet haben, bevor Sascha wieder da war. Der wird jetzt einfach unvorbereitet da rein gestolpert sein werden, aber nun. Kollateralschäden gibt's halt immer. Hendrian, wir hatten es gerade von Blumenkohlschnitzel. Würdest du dich da in der Lage fühlen, mir ein ernstzunehmendes Rezept mit sowas wie Mengenangaben irgendwie zukommen zu lassen? Ich kann es versuchen. Also mir reichen auch Verhältnisse. Wenn du mir Verhältnisse gibst, ist das auch okay. Ich kann es versuchen. Das wäre prima, weil ich habe da echt Bock drauf. Aber wie gesagt, bei mir ist es immer irgendwie böse geendet. Ich glaube, die Dame hat das irgendwo in einem ihrer Heftchen stehen. Okay. Und wenn es gut läuft, musst du dir die Frage stellen, ist es noch ein Blumenkohlschnitzel oder schon ein Parmesantaler? Hatte ich nicht auf irgendeinem Potstock sowas mal gemacht? Ich habe keine Ahnung, ich glaube nicht. Ich meine schon. Also ich weiß nur, ich bin einmal mit dem Jonas durcheskaliert und habe mehrere Blumenkohle frittiert in einem Durchgang. Warte, ganz oder... Nein, in Röschen und Panier. Okay. Aber da haben wir halt auch das komplette Haus inklusive der Cousine und ihrer Freunde versorgt. Das war eine sehr lustige Aktion. Ein komplett frittierter Blumenkohl. Du brauchst eine echt große Fritteuse. So ein Ding ist echt groß teilweise. Ich möchte an das Video mit den frittierten Truthähnen erinnern. Ja. Man braucht nur einen Gulaschtopf. Ich wollte gerade sagen, es ist ein bisschen wie Truthahn frittieren. Bei Tobi. Das Video, genau. Am Hockerkocher soll es nicht scheitern. Ich mache mir mal Sorgen, dass ich eine Gilmore Girls Anspielung verstehe. War das mit dem Truthahn frittieren nicht irgendwo auch bei Gilmore Girls? Das weiß ich jetzt nicht. Das beschämt mich. Keine Ahnung. Die Köchin ist doch dann schwanger. Und der Mann von ihr macht, glaube ich, irgendwann eine Truthahn-Frittier-Aktion. Egal, ich möchte eigentlich wirklich nicht über Gilmore Girls reden, weil, wie gesagt, ich hasse es auf mehreren Ebenen. Aber warum? Weil. Gut, dass ich da nicht mitreden kann. Ich kann nicht mit der Unfähigkeit anderer Menschen umgehen, auch wenn sie nur cineastisch ist. Okay, also wir hatten Kohlrabi-Schnitzel, Blumenkohlschnitzel. Was wäre der nächste logische Schritt, einen Blumenkohl aus Schnitzelfleisch herzustellen? Wiener Art? Genau, Blumenkohl Wiener Art. Für meinen nächsten Trick brauche ich ein Kalb. Das wäre ja dann ein Fraktal. Genau. Wie steht ihr eigentlich, wo wir es gerade von Fraktalen hatten, zu diesen lustigen Romanesco? Sehr geil. Dingen, Sachen. Ich mag das. Also ich mag auch Brokkoli gerne. Essen oder mathematisch? Was kann man mathematisch mit Romanesco machen? Heißt das überhaupt Romanesco? Ja. Bestimmt irgendwas mit Fibonacci. Alles geht mit Fibonacci. Aber geil. Geiles Zeug. Und da halt auch wirklich ohne... mir fällt aber gerade auf, dass ich hier überhaupt keinen Knopf finde, wie ich es beende. Tja, dann läuft die Aufnahme jetzt wohl. Moment. Ach ja, doch. Okay.
Also ich wüsste theoretisch in Zukunft dann, wie ich es beende. Wo waren wir gerade stehen geblieben? Fibonacci, Blumenkohl. Romanesco. Nein, aber wirklich so einfach nur Blumenkohl, Romanesco, Brokkoli und so einen halben Stab Kräuterbutter dazu. Das ist eins der geilsten Essen, was es gibt. Also grundsätzlich, Blumenkohl und gebräunte Butter ist ja schon auch eine sehr gute Kombi. Ja. Wie gesagt, noch ergänzt mit geschmolzenem Käse. Mhm. Absolut. Und viel Muskat. Ja, Muskat gehört dran, das stimmt. Muskatnuss, Herr Müller. Was natürlich auch noch ganz hervorragend dazu passt, ist diese Chips-Nacho-Soße, diese Käse-Nacho-Soße. Du versuchst wieder zum wiederholten Male mir diese Käse-Imitation anzudrehen. Ja, aber weil das Gute ist, das hat nichts mit Käse zu tun. Das ist super. Ja, aber man kann so einfach aus ein bisschen Bechamel und viel Cheddar etwas viel Besseres produzieren. Ja, schon. Aber dann muss man wieder Voodoo machen. So mache ich mir eine halbe Tüte Zuckerschoten warm, mache die Dose auf, hau da 3 Löffel Käsesoße drauf und hab ein Essen. Berechtigter Einwand. Ich meine, du bist derjenige, der behauptet, er hasst Kochen. Also. Das macht mir halt nicht ansatzweise so viel Spaß wie Backen. Ja, also Pudding ist eine Ausnahme. Ich verstehe das völlig, auf jeden Fall. Pudding und Ganache anrühren ist auch kein Kochen. Das sind Teilzubereitungen zum Backen. Ja. Aber wie gesagt, ein Glas Käsesoße aufmachen ist halt viel, viel weniger nervig als ich koche eine Bechamel, ich mache eine Mehlschwitze. Aber wo bleibt denn da der Spaß? Und die Entspannung? Naja, aber dafür kochst du ja den anderen Kram, also den Reis und die Gemüsesachen. Nein? Das kocht doch von selber. Ich wollte gerade sagen, da würde ich eher das Gemüse aus der Dose nehmen. Nee, da bin ich wieder komisch. Das Gemüse aus Dose ist falsch. Doch, also bei Bündchen geht das. Bündchen und Kichererbsen sind in Ordnung. Das ja, weil Spaß einfach das Einweichen. Sascha, kurze Vorwarnung. Ach ne, da hat der Kopfhörer noch nicht auf. Oh. Ich wollte dich nur kurz vorwarnen, wir haben eine Aufnahme laufen. Wenn es dich stört, können wir sie aber gerne jederzeit ausschalten. Sascha, willkommen in Delas Kochstudio. Nom nom. Lass es dir schmecken. Ja, danke. Lass es dir schmecken. Funktioniert für euch sowas wie Tiefkühlbrokkoli, Tiefkühlblumenkohl? Ja, das finde ich nämlich zum Beispiel furchtbar. Nee, das geht. Bei Blumenkohl nicht. Ich finde, aufgewärmter Blumenkohl schmeckt noch süßer als frischer Blumenkohl. Und Moment, wir reden, glaube ich, gerade von 2 verschiedenen Dingen. Tiefkühlblumenkohl und aufgewärmter Blumenkohl ist in meiner Welt 2 was Verschiedenes. Nee, das ist, für mich ist das geschmacklich identisch. Okay, gut, weiter. Und ansonsten bin ich, was Erbsen und Brokkoli und solche Dinge angeht, Grünkohl, ein Riesenfan von Tiefkühlware. Okay. Ich habe bei Tiefkühlbrokkoli immer das Problem, dass der außen verkocht und innen noch roh ist. Das hatte ich noch nie. Und also ich bin scheinbar einfach zu doof, um Tiefkühlgemüse zuzubereiten. Wie bereitest du es denn generell zu? In der Mikrowelle oder im Topf? Ich dampfgare das Zeug meistens. Ah, okay. Ja, das Dampfgaren funktioniert in der Tat nicht. Also den musst du wirklich in kochendes Wasser werfen. Okay. Und dann aber auch nur so 3 Minuten, dann ist der super. Genau. Oder, also ich schmeiß den am allerliebsten ja im tiefgekühlten Zustand auf ein Backblech und röste den im Backofen bei 200 Grad Umluft. Großartig. TK auf dem Grill geht auch im Sommer. Das habe ich noch nicht probiert mit dem Backofen und dem Grill. Das wäre vielleicht nochmal eine Option. Das kann man gut machen, auf jeden Fall. Ja, vor allem, also ich mache das total gerne, wenn dann gerade noch irgendwie hier so ich Möhrchen oder andere Dinge oder Süßkartoffeln oder so mit aufs Backblech gepfeffert habe.
Und dadurch, dass der Tiefkühl-Brokkoli ja einen gewissen Feuchtigkeitsanteil noch hat, hast du so richtig schön im Umluftbackofen dann noch so, ja, ein wenig Dampfgarer mit drin. Mhm. Aber warum bereitet man denn Süßkartoffeln zu? Aber egal, das ist ein anderer Nervenzusammenbruch. Aus dem gleichen Grund, warum man Kürbis zubereitet. Ja, es ist nein. Nein. Weil sie farblich so schön aussehen. Nein, zusammen. Das ist einfach falsch. Dieses Zeug sagt dir schon von Weitem, iss mich nicht, ich bin giftig. Ich habe eine unnatürliche Farbe, geh weg von mir. Aber nein, egal, da wollte ich gar nicht hin, gedanklich. Wo ich gedanklich hin wollte, also so Blumenkohl, Brokkoli, gerade Blumenkohl, Cajun-Blumenkohl. Auch im Backofen. Sehr geil. Einfach den Blumenkohl nehmen. Am besten irgendwie in so eine Auflaufform oder irgendwas. Kleines bisschen angeschmolzene Butter. Das Zeug da drin einmal rumrühren. Und dann großflächig mit Cajun-Gewürz einmassieren. Und das dann in den Backofen und dann ein bisschen ankühlen. Ja. Fantastisch. Also ich finde sowieso damit, also ich mag Blumenkohl auch sehr gerne in der Kombination aus Brühe, Mandelmus und einem schönen pikanten Curry-Mix als Soße. Wie schmeckt Ihnen eigentlich die Kombination aus? Genau. Ich habe Fragen zum Konzept Mandelmus. Bitte erzähl mir mehr über das Konzept Mandelmus. Das ist ein bisschen wie Béchamel für Arme. Ach, also, okay. Weil wenn du einen guten Löffel Mandelnussmus in Brühe, Garflüssigkeit gibst und das einmal aufkochst, dann stockt das schön sämig zusammen an. Also es wird cremig, es macht cremig. Genau, es macht cremig und ja, dieses leicht Nussige dann schön mit Salz und Schärfe und Curry passt halt super zum Blumenkohl. Spannend. Ja, und ansonsten, also ich bin eigentlich bei Tiefkühlgemüse völlig, das macht mir überhaupt nichts. Ja. Ich bin allerdings kein Fan von tiefgekühltem Spinat. Also Spinat muss in meiner Welt frisch sein, sonst ist das Mist. Bei mir gibt es Spinat relativ digital. Also entweder als ganzes Blatt, dann aber nur als Rohkost. Mhm. Oder in durchgeschreddert à la Veronika. Ja. Der Lenz ist da mit Blub. Ja. Mhm. Ja, und diese Blub-Sache, die kann ich halt überhaupt nicht haben. Weil die ist, das gab es bei uns halt, wo ich klein war, immer wenn wir krank waren. Es gibt so dieses Essen, das es immer gab, wenn man krank war. Und ich kann das nicht essen, wenn ich gesund bin. Das fühlt sich dann an, als ich werde jetzt krank. Also das ist irgendwie in meinem Hirn ganz komisch verschaltet. Ich weiß, wir hatten das schon, aber das ist also ungefähr so wie bei mir mit den Kriegsklößchen, die es immer gab, wenn ich schlechte Noten hatte. Genau. Als Strafe, weil ich das Zeug nicht mag. Mhm. Ein selbstverstärkender Prozess. Funktioniert super. Ich kann das Zeug bis heute nicht anrühren. Du hast mich bei Gries verloren, also da bin ich auch. Dem Film, Musical oder im Essen? Ja, es gibt hier Schmalspuraufnahmen von mir, sitzenderweise im Kinderstuhl, wo man mich erst versucht, mit Griesbrei zu füttern und ich mehrfach hinter mir in die Stuhllehne beiße. Und das Ende des Filmes ist, wie ich bei meinem Opa auf dem Schoß sitze und eine Scheibe Graubrot mit Leberwurst ohne Rand in der Hand habe. Ich muss so 9 Monate alt gewesen sein nach heutigen Ernährungsdingen. Naja. Aber hat's uns geschadet? Oh.
Wenn ich mich zu dem Grieß-Thema einschalten darf. Ja, aber selbstverständlich. Aber klar. Genau, also bei uns auch Grieß, Thema bei krank. Und zwar Grieß-Klößchensuppe bei krank und Grießbrei. Aber Grießbrei mit Apfelmus und Zimt dann auch oft, wenn man krank war. Und die Grieß-Klößchensuppe, die kann ich bis heute nicht wirklich mehr, also generell bin ich kein so Suppenkasper. Aber den Grießbrei, dann... Ich finde das voll aber lustig, dass bei dir Grießbrei mit Apfelmus, das gab es bei uns gar nicht. Bei uns war, also erstens waren wir eine Milchreisfamilie. Grießbrei habe ich, glaube ich, erst später dann für mich entdeckt, als ich erwachsen war. Aber bei uns gab es eigentlich Grießbrei oder Milchreis nur mit roten Früchten. Apfelmus war bei uns nur mit Kartoffelpuffer oder mit quasi Eierkuchen. Also das, was quasi Pfannkuchen. Das ist lustig. Nee, also tatsächlich, und wir haben das dann immer so wie ein Spiegelei quasi, ne? Also ja. Das Weiße unten den Grießbrei rein in den Teller und dann oben in der Mitte und dann wurde es, wir kennen dann das angebraten, also mit Zucker und Zimt überstreut, weil dann wurde es so schön braun am Rand noch. Genau. Das war dann ein gebratenes Spiegelei, haben wir gespielt. Die Konzepte, in denen Apfelkompott oder Apfelmus gegessen wird, sowieso auch total spannend, weil bei mir aus der Familie kannte ich das auch nur als alternative Einrührvariante zu Milchreis oder Grießpudding oder Stippmilch. Und diese andere Familie hier isst das mit so herzhaften Dingen wie Gulasch. Was für mich, also ich meine, ich mag es so oder so nicht, weil es ist verkochtes Obst, da bin ich ja grundsätzlich raus. Aber. Mit Hasche. Ja, mit Hasche, das Gericht, was. Hasche. Für alle Zuhörenden, die genau wie ich nicht wussten, was das ist, also im Prinzip ist es ein gebratenes Hackfleisch. Deutsche Bolo. Lustigerweise ist das für mich eins dieser Gerichte, das genau eine 50-50 Erfolgsquote hat. Entweder es wird absolut geil oder es wird absolut scheußlich. Aber es gibt da keine Mittellinie, wo du sagen kannst, ja, es ist akzeptabel. Nein, es ist entweder scheußlich oder geil. Wie kann denn sowas scheußlich werden? Jonas hat beides schon geschafft. Also okay. Es also ist immer scheußlich. Also wenn wir hier von Hasche reden. Also ich kenne das halt als von Schweizer Freunden, die nennen das Hörnli mit Kaktem. Aha. Und die essen dazu auch Apfelmus. Also das sind im Prinzip Hörnchennudeln mit einer angebratenen Hackfleischsoße. Dann gibt es dazu Apfelmus. Witzigerweise, wo wir da zum ersten Mal eingeladen waren, haben die nur so der Vollständigkeit halber das Apfelmus gereicht, haben aber gemeint, naja, sie mögen das Apfelmus dazu nicht, also sie essen das nicht dazu, aber es gehört eigentlich dazu, wir sollen es mal probieren. Und das Witzige war, die Schweizer Gastgeber mochten es alle nicht, aber die ganzen deutschen Gäste haben dann alle das Apfelmus weggeputzt, es gab nach dem ganzen Haus kein Apfelmus mehr. Ich glaube, der Punkt, an dem man es versauen kann mit dem Hasche, das hat ja dann zu einem gewissen Teil so eine gelatineartige Komponente irgendwo, ob das Mehlschwitze oder was auch immer oder Stärke oder irgendwas da dran. Ich habe es ja selber nie zubereitet, ich weiß nur bei Jonas. Und da ist eben manchmal, wenn diese gelatineartige so Blubber-Dinge bildet, das ist eklig. Also in der Tat kenne ich die Schnellvariante. Du brätst im Prinzip einfach nur Gehacktes deiner Wahl in der Pfanne richtig krossbraun an und schmeißt einen Knorr-Maggi, you name, mit Bratensoßenwürfel dazu, Schluck Wasser dabei und fertig ist es. Nee, also Jonas macht da echt eine Wissenschaft draus. Wie gesagt, mit, keine Ahnung, Mehlschwitze und Stärke und weiß doch geil was mit allem. Und wie gesagt, es ist zu 50% geil, zu 50% furchtbar. Aber das ist eine Erfolgsquote, mit der kann ich leben. Ja, hier wird das mit Reis zusammengegessen. Also wie gesagt, diese Kombi Reis, Apfelmus und gehackt,
Also das ist, ich kann das produzieren. Ich bin auch beeindruckt, dass es zu schmecken scheint. Dieses Konzept funktioniert für mich nicht. Okay, auf die Idee, das mit Reis zu essen, wäre ich aber auch nicht gekommen. Nee, ich auch nicht. Kartoffeln oder Nudeln wäre irgendwie... Genau. Hack, Kartoffeln oder Nudeln ist auch so meine Assoziation. Und ach ja, ich, keine Ahnung. War da jetzt schon so irritiert, dass unser Kantinenwirt letztens, also sagen wir so, angeschlagen stand Rindfleischstreifen thailändischer Art mit Reis. Okay. Scheinbar sind ihm die Rindfleischstreifen ausgegangen, es gab Gehacktes. Naja, es sind halt dann nur sehr kleine, sehr kurze Streifen. Habe ich auch zu den Kollegen gesagt, es sind halt sehr kleine Streifen. Aber das war von der Konsistenz her wirklich seltsam. Okay. Das habe ich auch schon gemacht, also gerade bei gelbem Curry, weil du ja gelbes Curry häufig nach thailändischer Art wirklich ja als Gemüseeinlage im Curry Kartoffel verwendest. Und da habe ich auch schon vorher Hack angebratens damit eingerührt, in Ermangelung an Geflügel im Haus. Das hat sehr gut funktioniert, weil dann hast du so eine wirklich eine pikante Kurkuma, Koriander, Schaf, Kokos mit Kartoffeln drin und das dann mit gehacktem und Reis, das war eine gute Kombi. Das Lustige ist halt, bei sowas bin ich halt komplett raus. Also ich habe noch nie in meinem Leben ein Curry gegessen, das ich essen konnte, das mir geschmeckt hat. Okay. Weil irgendwas daran ist wieder diese Blockade in meinem Hirn von, das sind Komponenten, die nicht zusammengehören. Also ich habe überhaupt kein Problem mit Tomatensoßen irgendeiner Art. Ich habe überhaupt kein Problem. Ich meine, gut, das will mich umbringen, aber ich habe kein emotionales Problem mit so Erdnusssoße zum Beispiel oder sowas. Das ist völlig okay, will mich töten, aber ich verstehe das Prinzip. Aber das Curry, wo diese süße Kokosbrühe-Patsche und irgendwas Scharfes und nein, das ist falsch. Es ist schön, wenn hier Menschen da Spaß dran haben. Das sei euch auch gegönnt, aber es ist falsch. Curry und Curry, bei Thai Curry kann ich das nachvollziehen, die Argumente. Wie stehst du zu indischen Curries? Kann ich mich erinnern, dass ich es mal gegessen hätte, von daher weiß ich es nicht. Weil nicht unbedingt Kokosbasis. Ja, genau, weil das ja häufig Tomatenbasis oder. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich es essen kann. Oder eben auch mit Mandelmus abgebunden. Ja. Na, ich sag mal so, ist im klassischen Butterchicken. Kommt man da das keine... an? Ja. Butterchicken ist vollkommen in Ordnung, das kann ich essen. So die ich sag mal, Soßenkonsistenz, Geschmacksbasis geht so, kommt ganz gut hin, ja. Das geht voll klar, das ist echt gut. Aber wie gesagt, Türme sind sehr wichtig, was das angeht. Also. Schon wieder nicht beim Inder bestellt. Verdammt. Ja, ich würde bei unserem auch viel öfter bestellen, wenn da nicht so elendig Schweine teuer wäre. Oder hat halt ein Mindestbestellwert von 50 Euro. Ui. Und was bestellst du nach der Vorspeise? Da müsste man zuerst mal einen Inder haben. Nein, das ist das Restaurant Devi. Jetzt neu, auch mit indischen Speisen. Also neu Delhi quasi. Genau. Ja, bei uns hat jetzt ein neues chinesisches Restaurant aufgemacht um die Ecke. Mit dem eindrucksvollen Namen chinesisches Restaurant. Das gefällt mir schon wieder. Unser lokaler Inder war mal Pächter das war mal lange der Koch und Betreiber einer italienischen Eisdielen-Pizzeria hier bei uns im Dorf.
bis der dazugehörige namensgebende Italiener ihn da mehr oder weniger rausgemobbt hat mit wirklich in der Lokalpresse Streitigkeiten und so. Und dann, dann hat er am anderen Ende des Dorfes eine alte Trinkhalle ja, saniert und hat da drin ein jetzt indisches Restaurant mit angeschlossener Pizzeria und Eisdiele. Und weil er ja in der anderen Eisdiele mal das Eis gemacht hat, macht er auch wirklich gutes italienisches Eis. Und das ist natürlich, aber die indischen Gerichte bei dem sind großartig. Na, wir haben hier in der Gegend einen Mongolen. Das ist auch sehr spannend. Was gibt es da? Fleischspieße? Verschiedenes Zeug, auch sehr viel vegetarisch, aber sehr viel Lamm und sowas hat der. Keine Ahnung, wie repräsentativ das ist. Ich habe keine Ahnung, was Mongolen so essen, aber fand ich echt nicht schlecht. Ich muss mich übrigens korrigieren. Das chinesisches Restaurant hat inzwischen den Namen chinesisches Restaurant Sonnenblume. Ah. Super. Ach. Ja, ich bin gespannt, ob ich vielleicht die Mikrowelle piepsen höre. Da würde dann nämlich noch grünes Thai-Curry reinwandern. Mhm. Mit Jasminreis. Mhm. Und weil wegen Zustand des Tiefkühlfachs ist es auch in der Tat ein grünes Curry geworden. Es ist nur Brokkoli, Erbsen und Pak Choi mit drin. Es war halt einmal Reste. Oh, Pak Choi habe ich auch noch, der weg muss. Den kann man auch gut im Backofen oder im Braten machen mit Chili und so. Mhm. Ein bisschen Zitrone, ein bisschen Chili, ein bisschen Fischsoße. Ja. Mit ohne Fischsoße. Ja, großer Fan. Ja, es hat Blub. Riecht wie alte Mumu, schmeckt super. Nein, aber Pak Choi ist super. Also da habe ich großen Spaß dran. Kann man machen. Habe ich auch erst durch Jonas kennengelernt, aber ist tatsächlich wirklich eins dieser Sachen, die ich echt gern mag. Wo ich mich bis heute noch nicht dran gewöhnt habe, sind diese lustigen Austernpilze. Okay. Ja, mein Vater hat irgendwann, als meine Mutter mal eine Asia-Pfanne mit diesen Austernpilzen gemacht hat, in seiner unglaublich diplomatischen Art, die er nun mal an den Tag legt, gesagt, ja, die sehen aus wie die Pilze, die auf dem Bahnhofsklo in Zwickau wachsen. seitdem war für den Rest der Familie diese Assoziation unauslöschlich. Deswegen reden wir die alle nicht mehr. aber so Pak Choi und so, ich bin auch ein großer Fan von diesem Mini-Mais zum Beispiel. Von diesem sauer eingelegten Mini-Mais. Und der in so einer Asia-Pfanne, das ist auch was ganz Großartiges. Nee, dann bin ich lieber Team Bambussprosse, weil... Ja, sowieso, das ist ja keine Entweder-Oder-Frage. Ja, ich bin einfach... Mais ist nicht meine Welt, also... Nur sagen wir so, Chili-Con-Carne wäre super, wenn es keine Bohnen und kein Mais hätte. Ja, bin ich bei dir. Hm? Dann fehlt ja alles. Aber sind wir dann nicht wieder beim Hashi? Aber anders. Okay. Chili dann mit Reis oder mit Nudeln oder mit Kartoffeln? Mit Brot. Okay. Ich glaube tatsächlich in meinem Hirn am ehesten mit Kartoffeln. Mit Brot. Andere Frage, Gulasch. Reis, Nudeln, Klöße oder Kartoffeln? Am liebsten Spätzle. Inzwischen großer Fan von Bratkartoffeln. Was? Ja. Aber das karikiert doch den ganzen Sinn von Bratkartoffeln, also die Knusprizität und so. Nein. Also, du bereitest dein Gulasch zu und deine Bratkartoffeln. Ja, ja, schon klar. Und legst das nebeneinander auf deinen Teller. Aber Moment, ich glaube, das Problem ist schon wieder eine Kommunikationsfrage. Weil Gulasch gibt es ja auch in 1000 verschiedenen Varianten. Reden wir von Gulaschsuppe oder reden wir von Gulasch? Nein, nicht Suppe. Okay. Gulaschsuppe sind die Reste vom Gulasch. Gut, okay, dann passt das.
Okay. Oh. Ja, weil wie gesagt, ich bin ja auf der Grenze zu Tschechien und... Ja, ja, klar. Also ja. Nee, ohne Paprika und so, sondern Fleisch, Zwiebel, braune Soße. Ja, selbst das mit der braunen Soße ist schon wieder verhandelbar, aber... Aber ja, ich bin bei dir, ja? Okay, das sehe ich ein mit Bratkartoffeln. Aber da ist zum Beispiel, Czechediner Gulasch zum Beispiel geht nur mit Knödel. Zu Czechediner Gulasch irgendwas anderes als Knödel essen ist falsch. Aber ich stehe ja so, ich mag ja nicht gerne Kartoffeln und deswegen mag ich auch nicht gerne Kartoffelknödel. Also ich bin ja Team Semmelknödel und da oh, am ja. liebsten noch Laugengebäck mit drin. Oh ja. Kann ich nachvollziehen. Also Kartoffeln, also Bratkartoffeln oder so schon, aber Kartoffelknödel ist, also Kartoffelknödel sind ganz schmaler Grad. Wenn die richtig, richtig gut gemacht sind, ja, aber das ist halt so, das hast du halt nur zu 20-30% meiner Erfahrung nach. Da ist die Fehlschlagquote halt relativ hoch. Ja, also ich bin tatsächlich auch Team Semmelknödel, wenn dann. Semmelknödeln. Aber wie gesagt, also so es gibt da so Sachen, die müssen genau so sein und nicht anders. Das ist. Ja, ich weiß, es ist eine Konstante in meinem Leben. Ach was. Apropos, fällt mir gerade ein, hat einer von euch Spaß am Wollewickeln? Nein. Nein? Hm. Okay, Armin, die Antwort kam eindeutig zu energisch. Das klingt doch nicht so Erfahrung. Das hat eine ja. Das wäre hier der Einzige mit Erfahrung im Wollewickeln. Mama strickte sehr gern. Schwester ist Handarbeit und Hauswirtschaftslehrerin. Noch Fragen? Mhm. Nein, weil ich habe nämlich letztens Geld ausgegeben, ja, beim chinesischen Vertretungshändler meines Vertrauens. Und habe so einen lustigen Quasi-Schrank aus Schuhkisten, aus transparenten Schuhkisten gekauft, um daraus quasi ein Wollregal zu bauen, das nach Farbe geordnet ist. Das Problem ist halt, dass ein großer Teil meines Wollvorrats aus so großen Knollen besteht. Diese so großen Knollen passen nicht in diesen Schuhkarton. Demzufolge werde ich demnächst ein Assistenzäffchen brauchen, das mir 30 bis 40 solche Knäule in 300 bis 400 kleine Knäule wickelt. Gibt es da keine Maschine für? Doch, Akkuschrauber. Die heißt Jonas. Akkuschrauber. Haben wir schon gemacht, aber begrenzt. Das funktioniert. Du brauchst diesen Arm, der so hin und her schwingt. Und dann, genau. Da kann der Jonas doch bestimmt was drucken, oder? Ne, sowas macht man aus Lego. Oder so. Naja, auf jeden Fall wird das ein großer Spaß. Das wird irgendwann Ende dieser Woche kommen. Apropos Rouladen, wo wir doch gerade bei Wollwickeln sind. Ja. Hat jemand von euch schon mal selber Kohlrouladen hergestellt? Ja. Will das Hackthema mal wieder aufnehmen. Jonas, bestimmt ich noch nie. Also ich war daran mittelbar beteiligt. Also was ich muss das Fleisch, das Hackfleisch kneten und die Klötel machen und dann werden sie fachmännisch von der Fachfrau in den Topf zum Anbraten buxiert. Und also eingewickelt von ihr und dann in den Topf buxiert. Ich hätte mal wieder Lust auf Kohlrouladen. Bei uns wurden die immer. Es knisterte neben mir. Bei uns wurden die immer aus Wirsing gemacht, nicht aus Weißkohl. Nee, wir machen es auch mit Wirsing. Und so einer Hackfüllung. Genau. Und die wurden auch immer brav mit Wolle mit Baumwolle eingewickelt. Okay. Ich glaube, Oma hat da so lustige Spießrechen dafür. Ja, wir haben so Metallspieße dafür.
Noch ein Tipp, also wenn man es mit Würsing macht, was auch gut ist, in das Hackfleisch noch in so feingeschnittenen Würsing mit einarbeiten. Das ist nochmal. Da wurden die Strünke, die vorher rausgeschnitten wurden, wurden immer rein geraspelt. Mhm. Ja, oder so, genau. Ja, gut. Mhm. Also die großen Blätter, also wenn wir Würsing kaufen, dann werden die großen Blätter werden zu Blättern für die Kohlrouladen und die kleineren und das Mittelzeug, das wird klein geschnitten und dann für so Würsing-Gemüse oder sowas. Und dann noch was übrig ist, das kommt dann bei den Kohlrouladen, wenn man es gerade an dem Tag frisch macht, sozusagen dann mit ins Hackfleisch. Und wir haben immer normalerweise große Würsingblätter eingefroren, dass wenn wir mal Kohlrouladen machen wollen, dass wir das immer machen. Und die halten sich? Also werden die dann nicht spröde? Nö. Also du musst sie halt nur natürlich auftauen, bevor du sie wieder... Also die werden irgendwie so zusammengefalten. Ja. Und dann, auftauen und dann kann man die... Also du tust die dann auch nicht... Du tust die ganz normal auftauen. Du musst sie nicht irgendwie vorbehandeln. Oder irgendwas. Nicht, dass ich wüsste. Das ist lustig. Wie gesagt, ich bin ja nur das Assistenzäffchen beim Kochen. Ich bin ja nicht der... Naja. Der leitende Offizier. Von dem her. Keine Ahnung, aber nicht, dass ich wüsste, ne, wäre mir nicht, also, ne. Okay. Und das geht gut und auch geschmacklich jetzt kein Riesenunterschied oder so. So, bevor ich jetzt noch mehr Hunger kriege, wünsche ich euch noch eine schöne Folge. Jo, danke schön. Tschüss. Schlaf gut. Schlaf gut. Ach. Ja, ich merke schon, also wenn wir mal alle zusammen auf einer einsamen Insel stranden, können wir uns ganz viele leckere Gerichte erzählen. Ja, ob vom Erzählen der Hunger weggeht, ist die nächste Frage. Naja, ich sag mal so, wenn wir alle zusammen auf einer einsamen Insel stranden, hat irgendwann wenigstens einer keinen Hunger mehr. Danke für den Link, Ami. Ist leider keine Bauanleitung. Ich wollte gerade fragen, ist wenigstens eine Teileliste dabei? Ja, ich habe halt so ein lustiges Kurbeldings, also quasi den Wickler habe ich. Was mir fehlt, ist eine Haspel. Mhm. Zum Abwickeln. Genau. Gibt es nicht, wenn man das innen rauszieht, dann da so? Ja, nee, das kommt, ja. Irgendwann verknuddelt es, ja. Naja. Aber wie gesagt, vielleicht werde ich auch einfach einen Jonas zu Zwangsarbeiten heranziehen. Da soll sich ja sportlich betätigen. Na, siehste. Nein, ich habe gedacht, ich halte und er dreht Kurbel, weil... Ah. Ausdauersport hieß das. Das wird so super, ich will gar nicht wissen. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5... sehr große Säcke hier liegen. Das ist aber auch nur die Wolle, die wirklich in Gebrauch ist. In den diversen Schränken sind immer noch mehrere Knäuel versteckt, von denen ich nichts mehr weiß. Ach. Das wird super. Mhm. Nee, aber mir geht das auf den Sack. Ich brauche unbedingt irgendeine farblich sortierte Lagerungsart, weil ich suche mich ordentlich. Das ist furchtbar. Tja. Ach. Dann führt er wohl keinen Weg dran vorbei. Naja. Ich hätte mal Kisten genommen, wo die großen Knäuel reinpassen. Du, ich hab da auch Zeugs, aber das Problem ist halt, ich will das ja eigentlich gern einheitlich haben. Aber man kann da eventuell noch mal drüber reden, möglicherweise. Mut zum Chaos. Nein, ich bin einer dieser Menschen. Mein Sofa ist rot. Ich musste mir Wolle kaufen, um für ein schwarzes Sofakissen eine rote Umhäkelung zu häkeln, damit das Sofa wieder einheitlich aussieht. Mein Hirn kann nicht mit. Es ist Chaos im Sinne von Dinge sind verteilt. Ist okay. Aber Dinge, die auf einer Fläche sind, müssen einheitlich aussehen. Sonst wird das schlimm. Nein,
Ich bin nicht zwanghaft, Hendrion. Niemand hier ist zwanghaft. Nein. Entropie ist was Schönes. Niemand ist zwanghaft. Nein. Oh Mann. Entschuldigung. Na gut, aber ich glaube, das ist vielleicht auch ein gutes Signal, um die Folge an dieser Stelle zu beenden. Es war sehr schön mit euch. Ich danke für die Rezeptideen. Und wir hören uns dann demnächst wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. So.